Der Abschluss der vierten oberösterreichischen Tischler-Trophy wurde am 29. Mai 2018 im Linzer Wifi gefeiert. 26 Schülerteams sind zur Trophy angetreten und kämpften mit großem Eifer um den Sieg in einer der drei Kategorien: Design, Stabilität und Funktionalität. Vorgegebenes Thema war das Bauen eines Lernmöbelstücks. Was mich sehr fasziniert hat, dass einfach ganz viel das Thema Gemütlichkeit beim Lernen auch eine große Rolle spielt, sozusagen, dass das Lernen auch auf Lerninseln, auf bequemen Möbeln möglich ist. Also das hat uns verwundert, aber finde ich ganz, ganz toll, dass die Kinder auch positiv sozusagen das Lernen sehen, dass man das in einer angenehmen Atmosphäre auch machen kann. Den Sieg in der Kategorie Design schnappte sich die NMS Bad Ischl. In der Kategorie Funktionalität setzte sich die NMS Weißkirchen durch und in der Kategorie Stabilität die NMS St. Peter am Wimberg. Auch wenn der positive Lernzugang nicht gleich von Anfang an da war, geplant war ein Lerngefängnis. Wir sind zuerst in so Gruppen zusammengegangen und dann hat jeder halt so eine Idee gesammelt und dann ist halt das Lerngefängnis hat uns recht gefallen, aber dann ist halt zwei Holz da gewesen und dann, also es war nur eine zweite Idee dabei und das war halt die Liege und die haben wir dann genommen. Der Plan B hat sich ausgezahlt. Mit der Lernliege erreichten sie den ersten Platz. Trotz der Hilfsmöglichkeiten von Lehrer- und Patronanztischler war die Klasse darauf bedacht, das meiste selbstständig umzusetzen. Ja, wir haben eigentlich schon sehr viel eigenständig gemacht. Also wir haben selber geschnien und selber zusammengeladen, selber geschraubt auf Ruhrbord. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das jetzt geschafft haben. Meine Hilfestellung war eigentlich, dass ich Material bringe. Ich habe den Entwurf einmal kurz gesehen, ich habe die wirklich lassen, weil wenn du die in Anfang einbringst, dann sagen sie, okay, lass mal, der Tischler kommt, der macht das. Ich habe es wirklich komplett allein werken lassen, komplett. Das war ein Projekt und mein Helfer zusammen, das war super. Die waren so dabei und meine Tochter ist auch in dieser Klasse, die hat daheim immer geredet, hey Papa, jetzt haben wir wieder das und das gemacht, ehrlich. Der angesprochene Höfer ist Gerhard Höfer und seines Zeichens Werklehrer an der Schule. Der Preis in der Kategorie Stabilität hat ihn überrascht. Geliebäugelt haben wir mit der dritten Klasse immer eigentlich mit dem Designplatz, dass wir dort irgendwas reißen werden, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass es eigentlich gut ausschaut und dass wir haben das ganze Material verbraucht. Also es ist wirklich ein massiges, voluminöses Ding geworden. Dass dann die Stabilität ist, überrascht uns, aber macht uns glücklich, weil es der erste Platz geworden ist. Und natürlich die Hauptsache, die Kinder waren mit Eifer dabei.